herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality. Ich mache mich mal auf den Weg. Der gute Bürgermeister hat gesagt, oben beim Wald gibt es eine Waldbrandgefahr. Und es gibt so ein neues Bindemittel. Das werde ich jetzt gerade mal hochfahren. Bisschen rumstreuen und hoffen, dass da die nächsten Wochen, Tage eben nichts an Feuer ausbricht. Und dann wird es schon alles gut gehen. Muss ich nur halt. Ist halt jetzt eine zusätzliche Leistung, die ich machen muss. Müsste gerade mal fragen, ob ich dafür dann ein bisschen Geld kriege. Vielleicht kriege ich einfach die Maschine subventioniert. Schaue ich mal, wenn ich oben bin. So, fahren wir gerade hier mal. Nee, Quatsch, hier. Warnleuchte wollte ich anmachen. Oh, da muss ich mal. Da muss ich mal ein paar Bäume von der Straße wegholen, glaube ich, demnächst. Hallo? Hi Volker. Die Sachen hier unten auf dem Händlerparkplatz, ne? Sind die für den Exporteur? Der Traktor und der Anhänger meinst du? Und ja, die Zange, ja, die habe ich zurückgegeben sozusagen. Okay, dann sag ich gerade dem Stromberger Bescheid und dem Hans-Peter, der schickt die dann zurück. Genau, aber nur die Sachen, ja, nichts anderes. Ja. Okay. Gut. Der Stromberger soll mich gerade mal anrufen, wenn der bei dir rumsteht. Ja, ich komme jetzt gleich auch wieder hoch, ne? Ja, ich muss noch zwischendrin, der hat gesagt, oben bei der Aussichtsplattform wäre Waldbrandgefahr. Da muss ich gerade mal ein bisschen Brandschutzmittel streuen. Ja, mach das. Deshalb, ich bin gerade nicht da. So, hier okay. Muss das sein. Gut, bis dann. So, hier haben wir da. Ja, da glaube ich gemein, da streue ich gerade mal hier ein bisschen Mittel. Fahren wir gerade mal zwischen den Bäumen durch. Ja, die letzten Tage war es auch ein bisschen arg warm. Von dem her kann es durchaus sein. So. So, hoppa. So. Das ist nämlich biologisch abbaubares Streugut. Das kann man ganz schön ordentlich benutzen, um hier die Waldbrandgefahr zu dämmen. Dann von dem her kann man das biologisch abbaubar, ist alles gut. So, ich fahre jetzt hier gerade auch nochmal. Nicht, dass die hier auf die Idee kommen und sie machen hier ein Lagerfeuer. Oh, da ist der Fuchs wieder. Würde zufrieden sein, der Bürgermeistervertreter. Gut. Fahren wir hier nochmal eine Kehre. Ich glaube, es war doch gut, dass wir den Steyr genommen haben. Der ist wenigstens robust. Eigentlich, was jetzt die Technik angeht. Guck mal, ob einer am CB-Funk ist. Hallo. Hi. Hi, Jürgen. Was denn?
Ich streue gerade das Bindemittel. Wo bist denn du? Oben bei der Aussichtsplattform. Im Wald. Ganz oben. Aber bin auch gleich schon fertig. Ah, ich komme mal hoch. Aber ich bin fertig. Ja, ich fahre jetzt gleich wieder runter. Fährst du Richtung Bauhof rüber? Ja, oder klar. Da wollte ich. Okay, dann warte ich mal da unten. Okay. Jo. Hast du dem Stromberger gesagt, dass er mich anrufen soll? Oh, nee. Ich habe mich schon gewundert. Gut. Der ist auf Einsatzfahrt. Einsatz? Was hat denn der schon wieder? Der hat irgendeinen Einsatz. Der ist mit Blaulicht losgefahren und hat gesagt, er kann momentan nicht auflegen. Okay. Deswegen. Gut, ich probiere mal, ob ich durchfunken kann bei ihm. Ja, mach gut, das mal. Bis dann. Jo. Ja, hier ist die Leitstelle der Polizei, die Schwarzingen. Sie sprechen mit Herrn Hauptkommissar Stromberger. Was kann ich für Sie tun? Hallo, Herr Stromberger. Volker Varuna hier. Ja, ich sehe Sie. Sie sehen mich? Ja. Wo sind Sie denn? Ah, kommen Sie ja genau richtig. Hallo. Ja, dann legen wir mal auf. Ja. Moment, ich park mal eben da vorne. Ja. Na, ist ja perfekt, dass Sie gleich hier auftauchen, wo ich hier fertig bin. Also ich habe jetzt das Waldstück hier drin gedüngt, beziehungsweise ja, das Bindegut drauf geworfen. Mhm. Hier die komplette Wiese, nicht, dass da einer denkt, er kann hier ein Lagerfeuer machen. Oh ja. Also die kommt bis vor zum Weg. Wo Sie gerade sagen, Lagerfeuer, eigentlich könnte man da hier oben einen schönen Picknickplatz rausmachen. Na, dann müssen wir aber hier einiges entfernen. Nee, hier vorne so ein bisschen, eine Schicht abbaggern, Schotter drauf. Ja, das könnten sie ja dem Jürgen Racex mal in Auftrag geben. Ja. Aber vielleicht warten sie damit noch ein bisschen. Ich muss bei dem noch oben den Auftrag machen, weil ich nehme an, der wird hier nicht mit seinen Maschinen hochkommen. Ich habe gesehen, unten sind die Bäume, also zumindest von der Seite, wo ich gerade wieder runterfahren will, da müssen die Bäume sowieso gestutzt werden. Also da müssen wir den Weg ein bisschen umbauen. Ich habe auch gehört, das internationale Bauteam will auch demnächst hier noch was bauen. Also auch hier mehrere Baustellen in der Stadt. Sie meinen bezüglich Funk? Nee, das internationale Bauteam insgesamt. Ach so, ja, das kann auch sein. Habt ihr in den Nachrichten jetzt am Wochenende gelesen? Ja, ja, ich glaube, nächste Woche wollten die das fertigstellen. Mhm. Ja, aber wie gesagt, also ich würde mach bei dem Jürgen jetzt oben kurz die. Kurz ist relativ. Ich schaffe das spätestens morgen. Oder beziehungsweise heute Abend noch. Die Bäume weg und dann würde ich die Auffahrt verbreitern hier hoch, dass man hier auch besser hochkommen kann, weil sonst. Also wenn hier ein Skitter hoch will, der hat keine Chance. Stimmt. Ist es okay für Sie? Oh, da kommt ein Fahrzeug hoch gerade. Ah, das ist der Jürgen, ja, der hat gemeint, der fährt mal hoch zu mir. Dann können wir den ja gleich. Ach, der fährt gerade weg. Okay. Kommt der durch? Ah, der parkt hier kurz. Dann können Sie mit dem ja gleich weiter verhandeln. So. Hallo? Ach, guten Servus, Tag, Jürgen. Herr. Kommen Sie Hallo. Mal mit. Herr Stromberger, was ich Sie noch fragen wollte. Wir können dabei ja gehen. Ja, ich will woanders hingehen. Ich möchte zum Arbeiten. So. Kriege ich dafür eigentlich was für diesen Einsatz hier? Ja, Sie kriegen, wenn gleich mal so. Ja. Warte, wie lange hat das jetzt ungefähr gedauert? Ja, ein Stündchen. Moment, ich muss mal kurz auf meinem Tablet was nachgucken. Jo, gucken Sie und schicken Sie dann einfach, okay? Ja. Dass ich vorwärts komme. Tschüss. Herr Stromberger, lassen Sie mich das mal machen. So, ich muss nämlich, ich komme nicht zu meinen Jobs. Ich muss unbedingt bei dem Jürgen oben den Wald roden, dass der seine Werkstatt errichten kann. Aber immer hat irgendeiner irgendwas von mir, wo er machen will. Also hier muss auf jeden Fall einiges an Bäumen weg. Ups, also. Weil hier kommst du ja kaum mit dem Traktor durch.
Wir sollen da eine Forstmaschine hoch. So. Ich hoffe, dass ich heute mal ein bisschen arbeiten kann. Ich verdiene kein Geld im Moment. Ich lebe nur vom Kredit. Ups, also. Hier, da müssen auch überall ein paar Bäume weg. Alle, die zu nah am Weg stehen. Ich drehe gerade am Rad, ey. Ich sehe nur noch Bäume. Die haben mein Auto geladen. Hallo? Hallo. Hallo, bin ich betrunken oder sehe ich zweimal das gleiche Auto? Ja. Was? Sind, ich bin betrunken? Nee. Ich bin nicht betrunken. Hoffe ich mal. Was ist denn hier los? Ist davon nicht einer meiner? Das weiß ich nicht genau. Ja, wo haben sie die zwei denn jetzt her? Das sind die zwei von, angeblich von, einer ist von Herrn Hofer und einer vom Schmidt, glaube ich. Hä, haben die zweimal das gleiche? Ich glaube schon. Und wo ist meiner hin? Ich muss mal später nachgucken, ob meiner noch bei mir zu Hause steht. Aber vielleicht können Sie mal gucken ins GPS, ob meiner noch zu Hause steht. An meinem Hof unten. Bitte? Vielleicht können Sie mal gucken im GPS Ortungsteil, ob meiner noch am Hof steht. Kann ich schauen. Der hat aber, glaube ich, noch das Signal vom Bauhof. Ja, vom Bauhof. Ja. Oh Gottchen. Also auf Ihrem Hof sehe ich da gerade nichts. Okay. Ich schau mal. Da. Ja, ich sehe hier einer dahin, der auf dem Wagen ist vom Bau. Ja, das hier ist meiner. Ein Moment. Weil also sollte ich zur TÜV-Überprüfung bringen. Ah, okay. Ja, dann machen Sie das mal. Okay. Weil in den vorne komme ich gar nicht rein. Ja. Gut, also, bis gleich oder bis dann. Nein. Tschüss. Ich überhole mal hier gerade. So. Muss sowieso gleich wieder abbiegen. So. Gut. Ich weiß nicht, wie ich meine Aufträge erledigen soll. Boah, ich kann nochmal anrufen. Hallo Jürgen. Hi Volker. So. Was bist du am machen? Ja, ich bin jetzt endlich bei dir oben. Oh, ich muss heute mal noch ein bisschen arbeiten, damit ich Geld verdiene. Gerade wieder einen Auftrag reingekriegt, du. Ja, das oben mit dem Grillplatz. Ja. Ja. Ich hab nur noch eine Idee gehabt für da oben hin. Das hat dem stellvertretenden Bürgermeister sehr gut gefallen. Ja, dann hast du Pech gehabt. Bist selber schuld.
Ja, aber damit verdient die Stadt auch noch ein bisschen Geld. Die Stadt verdient damit Geld. Ja, je nachdem könnte die Stadt damit Geld verdienen. Was hast du denn da aufgeschwätzt? Vermietende Häuser wieder oben hin, dass das ein Zelt-Campingplatz wird. Drei Ja. dieser Häuser, die du hast, in einer Reihe, die man vermieten kann für Urlauber oder so. Okay. Und gegenüber kann man noch Zelte aufschlagen und in die Mitte kommt ein Platz, wo man grillen kann und ein Kiesweg zu der Kapelle und Ich sag dir so. nur eins. Mach den Dings richtig, gell? Den Feuerplatz. Mach die Stelle bloß gut. Nicht, dass ich da dann die ganze Zeit Einsätze fahren muss. Ja, ich kann die verdichten. Ja, unbedingt. Verdichten und genug außenrum Luft lassen, dass da nichts ausbricht. Ja. Ich rufe dich gleich zurück, der Stromberger hat einen Unfall. Deswegen Baum geschmettert. Okay. Ciao. Ja. So, jetzt kommen wir endlich mal zum Arbeiten hier, glaube ich. Der Stromberger hat einen Arbeitsunfall. Der hat schon alle Bäume hier weggemacht. Das ist ja interessant. Kann gerade hier noch ein bisschen nachbessern. Geht nicht. Ich glaube, das waren alle, die er weghaben wollte hier. Okay. Da liegt noch einer. Alter, tut mir leid, aber heute, heute habe ich keine Lust auf Polizeieinsatz. So, ich mache jetzt den Baum hier noch fertig und dann gehe ich mal meine Stulle essen. Wir haben keine Feuerwehr. Naja, wird sich schon einer finden, der dem Hauptkommissar hilft. Weiß nicht mal wo, ich guck mal gerade in die Karte rein, ins GPS. Keiner fährt hin. So. So, ich muss nämlich arbeiten, ich muss arbeiten, ich krieg kein Geld dran. Ich krieg einfach kein Geld dran. So, aber aufladen tun wir nächstes Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis morgen. Haut rein, macht's gut. Ciao.